Das ist Professor Smart. Professor Smart ist Lehrender an der Hochschule Geisenheim University. Er ist sehr engagiert und gibt sich viel Mühe, den Studierenden etwas beizubringen. Doch leider hat Professor Smart ein Problem erkannt. Der gewünschte Lernerfolg bei seinen Studierenden bleibt aus. Professor Smart fragt sich, warum kann ich am Ende des Semesters kaum Fortschritte bei den Studierenden hinsichtlich der angestrebten Kompetenzen erkennen? Liegt es an den Studierenden oder liegt es an meiner Lehre? Die Antwort darauf ist einfach. Was Dozierende lehren und was Studierende lernen, steht leider nicht immer auf demselben Blatt. Lehrende konzipieren ihre Lehrveranstaltungen in der Regel auf Grundlage der zu vermittelnden Inhalte, während Studierende den Fokus eher auf das Prüfungsergebnis legen. Sie lernen also, um eine gute Note zu bekommen. Einen Lösungsansatz für diese Diskrepanz bietet das Modell des Constructive Alignment. Dabei werden bereits bei der Planung der Lehrveranstaltung, also vor dem Semester, die angestrebten Lernziele sowie die angewendeten Lehr-Lernmethoden und die Prüfung aufeinander abgestimmt. Professor Smart muss sich also überlegen, was sollen die Studierenden am Ende seines Semesters können? Wie kann ich diese Kompetenzen vermitteln und wie kann ich die Kompetenzen messen? Hier ein Beispiel. Die Studierenden sollen praktische Testverfahren im Labor durchführen können. Dazu haben die Studierenden das gesamte Semester im Labor gestanden und praktisch gearbeitet. Am Ende des Seminars schreiben sie allerdings eine schriftliche Prüfung. Stattdessen sollte das gesamte Lehr-Lern-Design im Sinne des Constructive Alignments gestaltet sein und in diesem Beispiel eine praktische Prüfung im Labor durchgeführt werden. Ein weiteres Beispiel. Die Studierenden sollen die Fähigkeit erlernen, einen Text nach wissenschaftlichen Standards zu schreiben. Während des Seminars bekommen die Studierenden dazu jede Menge theoretischen Input. Am Ende des Seminars schreiben die Studierenden einen wissenschaftlichen Text. Stattdessen sollte auch in diesem Fall das gesamte Lehr-Lern-Design im Sinne des Constructive Alignments gestaltet sein und als Lehr-Lern-Methode das Bearbeiten von kurzen Schreibaufgaben verwendet werden. Noch einmal zusammengefasst. Bereits bei der Planung der Lehrveranstaltung sollten Lernziele sowie Lehr- und Lernmethoden und Prüfung aufeinander abgestimmt werden. So kann das Constructive Alignment gewinnbringend eingesetzt werden. Und aus Professor Smart wird Super Smart.